So, Leute, sind wir beim nächsten Booster. Diesmal noch was Cooleres, und zwar ein Zendikar Rising Collector Booster. Die sind ja mittlerweile ein bisschen seltener geworden und dementsprechend dachte ich, reiße ich nochmal eins auf. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Hier ist eine Copy-Karte, was schon mal ganz cool ist. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben Ardent Electromancer. 3 Mana 3-2, wenn er ins Spiel kommt, kriegt man ein rotes Mana für jede Karte in ihrer Party. Oh mein Gott, eine Party bestehend aus Cleric, Warrior, Rogue und Wizards. Die Fähigkeit, die sie ins Dungeon & Dragons Set hätte drucken können, um das Dungeon & Dragons Set nicht so kacke zu machen. Negate, wunderschönes Artwork. Feuling ist nicht so geil, aber wunderschönes Artwork. 2 Mana, man kontert einen Nicht-Kreaturenzauber. Subtle Strike, 2 Mana, man sucht eins oder beides aus, eine Kreatur kriegt -1/-1 bis zum Ende des Zuges oder man kriegt +1/+1 Marker. Warum keine -1/-1 Marken mehr? Die sind schon lange nicht mehr da gewesen. Nissans Zendikorn, 4 Mana Enchantment, man verzaubert ein Land, das Land wird zu einem 4-4 Elementarwesen mit Eile und Wachsamkeit, ist immer noch ein Land. Und wenn das Land stirbt, geht dieses Land zurück auf die Hand. Also ähnlich wie die Zendikons von damals, beziehungsweise Genjus waren es. Prowling Felidar, 4 Mana, 2, 3 Wachsamkeit. Wenn ein Land ins Spielfeld kommt, dann kriegt er eine +1/+1 Marke. Das ist nicht schlecht. Und eine wunderschöne Katze. Relic Amulett, 2 Mana. Immer wenn man ein Artefakt, immer wenn man einen Instant Sorcery oder Zauberer-Zauber castet, kommt da eine Marke drauf. Für 2 Mana tappen kann man alle Marken runternehmen und einer Kreatur so viel Schaden zufügen, wie man Marken runtergenommen hat. Okay. Fireblade Charger, der wird tatsächlich gespielt, wurde damals gespielt. Ein rotes Mana, 1/1 und solange der equipped ist, hat er Eile. Und wenn der Schaden zufügt, wenn der stirbt, fügt er so viel Schaden zu, wie angestärkt hat. Nicht schlecht. Dann haben wir ein Swamp, Full Art, weil Zendikar. Ja, aus fieser Kratzer drin. Und Aura Skyclave Herofund. Das war, glaube ich, die Buybox. Das war schlecht. 4 Mana 3-3 Lifelink. Und immer wenn der oder ein anderer Cleric stirbt, bringt man einen Cleric mit weniger Mana-Kosten seinem Friedhof ins Spiel zurück. Was sehr, sehr cool ist. Dann haben wir einen Shatterskull Charger. Ich glaube, das ist die günstigste Rare im ganzen Set. 3 Mana 4-3 mit Kicker. Also man kann 2 Mana mehr bezahlen, dann hat die Trampel Eile und wenn die gekickert wurde, kommt sie mit einer +1/+1 Marke ins Spiel. Und zu Beginn des Endsteps, wenn diese Karte eine +1/+1 Marke hat, wird sie zurück auf die Hand genommen. Ne, wenn sie keine +1/+1 Marke hat, so ist es richtig. Ja, dann Canopy Ballauf, 4 Mana, 4-3 Landfall. Immer wenn Land und Orgenton ins Spiel kommt, kriegt die +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Dreadwurm, 5 Mana, 5-4. Immer wenn Land oder Elektron ins Spiel kommt, kriegt ihr unsere Sterblichkeit bis meines Hus. Da war es ja so, dass die ganzen Landfall-Karten diesen Special Frame hatten. Dann hatten wir einen Kasundo Mammoth, 3 Mana, 3-3 Landfall. Wenn ihr ein Land spielt, kriegt das +2/+2. Und auf der anderen Seite ist das Ding ein kommt getapptes Spiel für ein grünes. Dann haben wir einen Canyon Jerbo. 3 Mana 1-2 Landfall. Wenn Land ins Spielfeld kommt, kriegt der +1/+1 meines Zuges. Und Anuvon the Ruin Thief. Ich glaube, das war ein Commander. Ja. 4 Mana 2-4 Rogues, die ihr kontrolliert, kriegen +1/+1. Und immer wenn ein Rogue, ein oder mehr Rogues einem Gegner Kampfschaden zufügen, muss dieser Spieler eine Karte millen für jeden Schaden, den er bekommt. Und wenn er eine Kreatur gemillt hat, dürft ihr eine Karte ziehen. Wenn er mindestens eine Kreatur gemillt hat. Dann noch eine Katze und das war's mit diesem Collector Pack. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I'm Black Said. Ciao, ciao.